Der Transfer von Ousmane Dembélé zum FC Barcelona ist tatsächlich perfekt. Damit sage ich Servus Leute, cool, dass ihr heute mal wieder mit am Start seid. Schon seit Wochen, meine Güte, gab es die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen. Borussia Dortmund bekommt jetzt 120 Millionen Euro für den Franzosen plus die Option auf Boni in Höhe von maximal 30 Millionen Euro. Um es also kurz festzuhalten, das ist der zweitteuerste Transfer der Fußballgeschichte. Da stellt sich doch mal die Frage, wer ist denn der Gewinner dieses Transfers und wer der ganz klare Verlierer? Freunde, hat sich der Junge in den letzten Wochen auf gar keinen Fall gemacht. Ohne Bescheid zu sagen, ist Dembélé einfach nicht beim Training erschienen, natürlich beim BVB. Weder der Trainer, also Peter Bosch, noch die Spieler wussten, wo er ist. Und das nur, weil er nach einem Jahr den Verein sofort wieder verlassen will. Ich sage euch, wie es ist. Ja, diese Aktion war komplett unprofessionell. Wäre er in Dortmund geblieben, hätte man ihn als Strafe ein Jahr lang auf die Tribüne setzen müssen. So ein Verhalten darfst du nicht billigen. Und das wurde jetzt eigentlich trotzdem belohnt. Tja, aber es hat sich wie gesagt erledigt, denn Bele hat genau das bekommen, was er wollte. Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, mittelfristig ist der Junge auf jeden Fall sehr, sehr gut zu ersetzen. Zu dem Punkt kommen wir aber erstmal später. Lasst uns kurz mal diese ganze Geschichte zusammenfassen. Neymar hat ja Barca für 222 Millionen Euro verlassen. Im spanischen Supercup geht Barca dann gegen Real Madrid unter, die Fans werden unruhig und die Verantwortlichen versprechen, Zitat, es wird noch Verstärkung geben. Neben Philippe Coutinho vom FC Liverpool war eben auch Ousmane Dembélé im Visier. Über den Köpfen schwebt natürlich diese astronomische Summe von 222 Millionen Euro. Der BVB wusste doch ganz genau, Barca hat das Geld und deshalb stieg diese geforderte Ablösesumme in den dreistelligen Millionenbereich. Aber ist Dembélé überhaupt so viel Geld wert? Beim aktuellen Markt muss man da schon sagen, ja, ist er. In der englischen Premier League wird zum Beispiel für Mittelklasse-Fußballer so viel wie für absolute Topspieler gezahlt, sprich 30 Mio plus X. Weil Borussia Dortmund jetzt eins der größten Talente, wenn nicht sogar das größte Talent verliert, das schon jetzt besser als die meisten Mittelklasse-Fußballer ist, ist der Preis schon voll und ganz okay. Da kann jetzt jeder Fan die Kommerzialisierung kritisieren, ändern wird er daran aber leider nichts. Dazu kommt, dass auch Stade Rennes, also der ehemalige Verein von Dembélé, einen Teil der Ablöse kassiert. Von so Pi mal Daumen 20 Millionen Euro ist da die Rede. Dazu kommt natürlich dann auch noch die Steuer, die an Deutschland fließt und zack, sind wir schon bei einer Nettoablöse von nur noch ca. 100 Millionen Euro, sollten alle Boni am Ende auch ausgezahlt werden. Ansonsten ist sogar Dembélé ein zweistelliger Millionenbetrag, was zumindest die Ablöse angeht. Und da muss der BVB schon mal so ein bisschen rechnen. Dann stellt sich natürlich eine weitere Frage. Wieso wollte Dembélé jetzt unbedingt weg? Fakt ist, dass einige Leistungsträger in den letzten Jahren den Verein verlassen wollten, um eben den nächsten Schritt in der Karriere zu machen. Robert Lewandowski fällt mir da ein. Shinji Kagawa oder wie viele sagen Kagawa oder auch Henrich Mkhitaryan. Gut, Kagawa ist mittlerweile wieder zurück oder wie man ihn auch immer aussprechen möchte, aber der BVB hat im Ausland einfach noch keinen so großen Namen wie viele andere Vereine. Man steht eben nicht auf einer Ebene mit Manchester United, Real Madrid oder natürlich auch dem FC Barcelona. Die Teams haben sich über Jahrzehnte einen sehr guten Ruf aufgebaut. Kinder träumen davon, irgendwann mal für diesen großen Verein spielen zu dürfen oder einen dieser großen Vereine. Und genau das ist auch bei Dembélé der Fall. Sein Berater hat ihm schon versprochen, als er 14 Jahre alt war, du wirst eines Tages beim FC Barcelona spielen. Sich diesen Weg aber erpressen zu wollen, das ist schon sehr fragwürdig. Eigentlich heißt es doch, man lernt aus seinen Fehlern. Tja, Dembélé hat offenbar nichts daraus gelernt. Schon vor ein paar Jahren wollte er von Stade Rennes zu RB Salzburg wechseln. Um den Wechsel zu erzwingen, streikt er, das kennen wir irgendwoher, und erschien einfach nicht mehr zum Training. Sprich, er hat genau das gleiche wie jetzt in Dortmund gemacht. Der Transfer platzte am Ende und statt sich zu entschuldigen, sagte er dann, Zitat, ich bin fertig mit Fußball und gehe jetzt in den Senegal. Gut, damals war er 17 Jahre alt, da könnte jetzt noch die Ausrede gelten, dass er aufgrund seines Alters unreif war und einfach überreagierte. Jetzt, um wieder auf den BVB zu kommen, darf diese Ausrede aber nicht mehr zählen. Und da kommen wir schon zum eigentlichen Problem. Ohne Frage ist Dembélé ein riesengroßes Talent, vielleicht sogar der talentierteste Außenstürmer der Bundesliga, beziehungsweise jetzt natürlich von La Liga. Aber im aktuellen Profisport, auch im Profifußball, ist es nicht nur wichtig, ein toller Sportler, ein toller Fußballer, ein toller Athlet zu sein,
Jeder, der in der Öffentlichkeit steht, muss auch eine starke Persönlichkeit ausstrahlen. Da kommt eben der Druck der Medien, der Druck der Fans. Ich meine, alleine was die Fans in den sozialen Medien schreiben, das ist einfach richtig, richtig krass. Und dazu der Druck der Berater und natürlich auch der Druck des Vereins. Also da will ich Borussia Dortmund und den FC Barcelona gar nicht außen vor lassen. Diesen Druck, den darfst du einfach nicht an dich herankommen lassen. Ich erzähle euch meine Geschichte von mir selbst. Als ich bei WWE angefangen habe, das war so vor Pi mal Daumen 2,5 Jahren, wurde auch eine Facebook-Seite erstellt. An dem Tag der Bekanntgabe kam eine Lawine auf mich zugerollt. Also viele Likes, viele Kommentare und natürlich auch Hate. Obwohl die Leute bis zu dem Zeitpunkt nur ein Foto von mir gesehen haben und meine Arbeit noch überhaupt nicht bewerten konnten. Davor war ich ein wirklich kleiner Nachrichtensprecher im Radio, der sich um Sport gekümmert hat. Da hatte man ab und zu mal mit Hörern Kontakt, aber diese Lawine an Menschen, das war einfach heftig und da habe ich auch ein paar Tage gebraucht, um das zu verarbeiten. So, im Vergleich zu Dembélé ist das, was auf mich eingeprasselt ist, natürlich nichts. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der Junge abgehoben ist. Ich meine, jeder hat ihn gefeiert. Die Fans laufen mit Trikots rum, auf denen sein Name steht und so weiter und so fort. Das kann einem wirklich sehr, sehr schnell zu Kopf steigen. Große Probleme hätte es mit Sicherheit gegeben, wenn Dembélé in Dortmund geblieben wäre. Wie willst du so jemanden wieder an die Mannschaft heranführen? Also wie gesagt, er hat sich absolut respektlos verhalten. Erstens dem Verein gegenüber, zweitens den Fans natürlich und drittens dem Team. Nuri Sahin, selbst ein Spieler bei Borussia Dortmund, hat gesagt, dass man mit ihm ein Hühnchen zu rupfen hat, dass man ihm auf jeden Fall die Meinung geigen würde. Torhüter Roman Bürki hoffte dagegen darauf, dass der Junge bleibt. Immerhin könne er Spiele ganz alleine für sich entscheiden. Das mag alles stimmen, aber ich denke, der Respekt sollte über allem stehen. Im ersten Bundesligaspieltag hat zum Beispiel rechtsaußen Christian Pulisic gespielt und das war der absolute Matchwinner. Ja, der hat großartige Leistung abgeliefert und der geht ja jeden Tag ins Training, reißt sich für die Mannschaft den Arsch auf und jetzt überlegt euch mal, ja, stellt euch das mal vor, er hätte wieder auf der Bank sitzen müssen, weil Dembélé zurück ist. Das kannst du dem Team doch nicht verkaufen. Jemand, der so hart kämpft, muss auf der Bank sitzen für jemanden, der gestreikt hat und der natürlich auch die Mannschaft im Stich gelassen hat. Nun ja, jetzt ist der Weg frei und sollte der BVB nicht noch einen Topstar verpflichten, wird Pulisic da rechts außen spielen und ich bin mir sicher, er wird eine große Bereicherung für Dortmund sein. Rein vom Spielstil kannst du die beiden jetzt natürlich nicht miteinander vergleichen, aber der US-Amerikaner ist reifer, als es Dembélé wohl je sein wird. Da jetzt mal die Frage an euch, wie seht ihr das denn? Vielleicht sind ja auch einige lautstarke BVB-Fans unter euch, die eine große Meinung dazu haben. Ab damit in die Kommentare, dann können wir da ein bisschen diskutieren. Trauert ihr Dembélé nach all den Sachen der letzten Wochen überhaupt noch nach oder habt ihr ihn vielleicht sogar schon verziehen und freut euch, dass er sich den Traum vom FC Barcelona nun endlich erfüllen kann? Bestimmt wird es in den Kommentaren richtig abgehen und dazu wird es jetzt auch noch eine Umfrage geben. Ich richte die gleich da oben im i ein. Macht also gerne mit und eins haben wir noch ganz vergessen, ein kleines Fazit von mir. Natürlich wird Dembélé ein absoluter Topstar im internationalen Fußball, da bin ich mir ziemlich sicher. Er wird noch sehr viele Tore schießen und wahrscheinlich auch die größten Titel überhaupt gewinnen, also Champions League und so weiter und so fort. Aber als Weltfußballer, und das ist ja sein großes Ziel wahrscheinlich auch, musst du nicht nur auf dem Platz gut sein, sondern auch neben dem Platz. Du musst eine Werbefigur sein, du musst Charisma haben, du musst polarisieren. Ja, so wie halt Cristiano Ronaldo. Das sehe ich bei dem Jungen aber aktuell nicht. Der große Verlierer dieses Wechsels ist Dembélé. Er hat nämlich gezeigt, dass Respekt nicht an erster Stelle steht. Er hat sich den Weg zu Barca ergaunert. Und da frage ich mich persönlich, ja, was sagen denn die Barca-Fans zu so einem Verhalten? Ich meine, hey, es ist möglich, dass er in ein paar Jahren wieder ja, wechseln will und dann zieht er das gleiche in Spanien durch. Ich meine, nicht zum ersten Mal, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, nicht zum ersten Mal hat Dembélé gestreikt. Der absolute Gewinner des Transfers ist dagegen Borussia Dortmund. Man hat gezeigt, hier, wir sagen, Betrag X wollen wir haben, zahlt ihn oder lasst es. Jetzt sind eben noch ein paar Tage Zeit, um etwas Geld in die Hand zu nehmen und auszugeben. Im Hinterkopf ist bestimmt schon das ein oder andere Talent. Zum Beispiel, das habe ich ja gehört, der Brasilianer Malcolm, der in Bordeaux spielt. Und 40 Millionen Euro würde er kosten. So, ja, das war's für heute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben und dann würde ich sagen, wünsche ich euch bis zum nächsten Mal gut Kick und ciao. Und eine Sache noch, ihr wollt nicht wissen, wie spät es gerade ist. Ich glaube so Pi mal Daumen 6 Uhr, ja, in der Früh natürlich.